nichts. Oh. Ich nehme an, das ist das Ziel meiner Reise. Was? Schöne Aussicht. Aber ganz schön hoch. Wie zur Hölle soll ich da runterkommen? Komm, lass mir helfen. Das ist Big, ja? Er ist kleiner als wir. Thief. Punkte. Zeit 20 Minuten. Heilige Scheiße. 20 Minuten, ne? Stones 2 von 4. Kassetten 2 von 2. Schnitte 36 von 2. Tode 2. Und da rechts steht's nochmal, hä? Okay. Okay. Also gibt's Punkte oder was? Also auf Punkte bin ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht aus. Gebe ich mir nicht irgendwie Mühe, jetzt möglichst wenig Schnitte zu machen. Hauptsache, ich komme von A zu B. Und einer auf denen, ich mache mir die Mühe, alle möglichen Steine aufzusammeln. Aber da waren echt noch zwei Steine? Wo waren die denn? Wahrscheinlich irgendwo lagen da einfach nur rum. From altitude on upwards. Upwards. Das war Big, oder? Ich denke, ja, hatte ich ganz schön in den Hintern getreten. Was? Wenn du den Berg wieder hochkommst, kriegst du bestimmt die Chance auf Rache. Und was, wenn wir hier runterspringen? Und was, wenn wir da hochspringen? Und was, wenn wir da reingehen? Der Berg erinnert mich ein bisschen an Zelda. Majora's Mask. Der letzte Tempel. Da, wo man die ganze Zeit die Richtung so gedreht hat, wo Himmel und Erde ist. Für jemanden, der nach einer Unterhose sucht und zu schnell... Wer auch immer das hier gebaut hat, hat wohl eine Mittelgröße und zu schnell. The Chromagon Band. Lusitiana. Spielt die Musik jetzt, oder? Ich habe das Gefühl, die Musik ist zu leise für ein paar Tracks, aber für ein paar zu laut. Das haben wir jetzt gerade gefunden. Ich lass mal laufen. So ein bisschen Elektro. Ich höre es nicht wirklich. Ah, jetzt irgendwas. Okay. Na gut, jetzt höre ich's. Gut. Stones. Da gehen wir mal hier weiter, würde ich sagen, ne? Sammeln wir mal die 21 Steine, genau. Hoch. Als ob wir da jetzt nicht wieder zurückkommen würden. Warum gehen wir hier zurück? Ich weiß nicht, weil ich gucken wollte, ob es geht. Hm, alles klar. So. Steine. Warum auch immer ich sie aufsammle. Können wir da schon hoch? Nee, ne? No. Okay, das Lied ist chillig, aber ein bisschen langes Intro, ne? Also so, wo gar nichts ist. Toll. Sind wir jetzt wieder runter? Können wir vielleicht... Ha! Oh, ich will da rüber. Oder da raus? Will ich da rüber oder da raus? Ich will hier raus anscheinend. Herrliche Aussicht, bitte was? Ist doch einfach nur dünengelb, ich sehe fast gar nichts. Sieh dir nur diese vielen erhabenen Ruinen an, eingekreist von endloser, schön sandiger Wüste. Richtig. Wie auch immer, von oben ist die Aussicht bestimmt besser. Auf geht's, wieder hinein und die Statue um. Okay, jetzt ist die Musik wieder zu laut, ey. Meine Güte. Immer noch so laut. Egal, ich hoffe, ihr versteht mich. Wenn nicht, dann mache ich die Musik halt leiser im Nachhinein noch. Scheiße, damit schneide ich ja die Brücke durch. Das wäre ja auch schön, wenn ich das durchschneide, dann komme ich ja gar nicht mehr hoch, ey. Okay, dann würde ich sagen, schneiden wir jetzt hier einfach durch. Und... Nein. Und kann ich doch bestimmt jetzt als Sprunghilfe hier benutzen. Sehr schön. Können wir das Ding da kaputt säbeln?
Nee, aber das ist da hinten. Unlock Mr. Fizz. Aha. Warum auch immer wir das bekommen haben. Wieso können wir die ganzen Türen kaputt machen? Das ist ja gar nichts hinter. Ich sehe mir nicht, dass ich jetzt jede Tür kaputt machen soll und hoffen soll, dass da irgendwann mal was hinter ist. Ich hoffe, uah. Einmal kurz die Maus ausgerutscht und fast in den Abgrund gelaufen. Können wir höher? Ne, hier ist die Decke. Oh. Schief. Und tschüss. Hey, du stehst mir im Weg. Sorry, dass ich das hier tun muss, aber... Tschüss. Und du auch. Tschüss. Und du auch. Tschüss. Oh, schon wieder ein Göttersturz. Zack, und so kriegt man den Schief mit. Ja, das ist doch super. Hoch, komme ich da hoch? Ja. Und... brauchen wir nicht mal runterschieben. What the... Okay. Huch. Moment, da will ich jetzt aber hin. Irgendwie. Aber ich will hier nicht runterfallen. Ja, semi-gut. Ja, ein bisschen nach vorne noch. Komm schon. Oder muss ich den hier vielleicht ein bisschen nach da schieben? Komm schon, yes. Okay, das war nicht der gewünschte Effekt. Aber jetzt müsste ich eigentlich hier drauf springen können und dann hüpf. Kommen wir von da unten? Ja, ne? Da unten sind wir reingekommen. Und hier geht's weiter, oder? Oh, da ist jetzt hinter. Ah, eine Kassette. Verdammt. The Tape with Music. Pandanum. Ich glaube, die spielen immer automatisch, wenn man neu einsammelt, ne? Boah, das war knapp. Ist da unten was gerade gewesen? Ich hatte den Eindruck. Ich guck erstmal von hier. Ne, ach so, da unten waren wir schon, okay. Schaff ich den Sprung? Kann ich das jetzt ziehen? What? Was war das denn? Ja, das geht ja wohl. Au. Hat er eine Unterhose auf dem Kopf? Er hat eine Unterhose auf dem Kopf. Ah, hier bist du. Hier bin ich. Warum hast du mir den Stein auf den Kopf geworfen? Verdammt, jetzt habe ich übersprungen, was er gesagt hat. Komm, weiter geht's ab in die Ruine hier. Yep! Wow. Split hier jetzt alles oder was? Können wir das auseinandersägen? Nein, wieso können wir das nicht tun? Was ist da überhaupt drauf? Geister fliegen entgegen. Also, hä? Oder wie? Also was ich da sehe, sind zwei Seiten und schwarze Geister, die jeweils auf die anderen Geister hinzufliegen und alles wird übertönt von einem Mond, in dem ein Hotdog-Wagen drauf ist, der irgendwie durch die Straßen fährt. Das sehe ich da drin. So, was müssen wir hier machen? Höher kommen wahrscheinlich. Bevor ich die Säule da zerstöre, probiere ich mal, ob ich mit der hier dahin komme. Weil irgendwie... Bestimmt kann ich das Ding jetzt wieder nicht irgendwie benutzen, oder? Ja, war ja klar. Jetzt müsste ich aber benutzen können. Immer noch nicht. Vielleicht noch von hier. Ich schneide halt immer so schief, deswegen komme ich manchmal nicht ganz in die Mitte wahrscheinlich. Immer noch nicht, ey. Vielleicht, ja, aber das lohnt sich ja gar nicht, wenn ich dieses Stückchen jetzt hier... Das müsste ich jetzt ziehen können. Ja. Aber mit dem Stückchen komme ich ja niemals da oben ran. Oder doch? Nee, eben nicht.
Na gut, dann muss ich mir eben, Scheiße, man kann ja auch nicht ein Dreieck ausschneiden. Aber eventuell, nee, dann fällt das ganze Ding zusammen. Ja, dann guck ich mal, ob ich mir da oben irgendwie ein kleines Stück abschneiden kann. Reicht das? Und es reicht. Sehr schön. Ah, wir schieben den nächsten mal raus, würde ich sagen, ne? Und tschüss. Okay, das würde ich sagen, ziehen wir und dann haben wir eine kleine Brücke, oder? Oh, haben wir das vorhin aus Versehen auseinandergesägt, als wir das gemacht haben? Ich glaube nicht, oder? Hier sind wir, glaube ich, jetzt wieder gleich oben und so, ne? Ja. Müssen wir jetzt wieder ein paar Götter rausschieben? Nee. Oh. Können wir das da? Ja. Vielleicht sollte ich da noch... Das kann ich nicht ziehen. Ja, sag bloß. Na, ich will da noch mehr abhaben, damit wir da nicht aus den Gegend springen oder so. Aber irgendwie... Stirb, Fels! So, ich hoffe nur, das reicht. Ah, okay. Hat gereicht. Oh, wir können noch mehr von den Dingern rausschieben. Wow, der ist aber ganz schön groß. Den müsste ich unbedingt rausschieben. Und tschüss. Und da sind Felsen. Wo gehen wir lang? Rechts oder links? Ein Fels ist da. Ah, Moment, da geht's ja wirklich weiter. Ich dachte, hier geht's nicht weiter. Geht's auf der anderen Seite dann nicht weiter, oder? Okay, hier geht's nicht weiter. Mann, ist das gefährlich hier, ey. Oh, tschüss. Ich hätte ja gerne so eine Taste, womit man an den Rand gehen kann, ohne runterzufallen. Na, und zack. Stein! Und da hinten ist bestimmt wieder was drin, oder? Oder ist das hier nur eine Falle? Ah. Oh Gott, jetzt hätte ich schon... Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt selbst rausgeschoben. Also rausgezogen praktisch. So. Und ihr wisst, was ich meine. Da ist irgendwas hinter. What the... Oho, der Platz, an dem die schöne Musik gemacht wurde. Hey, ein Secret gefunden oder was denn? Easter Egg. Nix Musik, alles muss kaputt machen. Ich hab schon wieder ein Achievement bekommen für irgendwas. Aha. Sehr schickes Ding. Können wir das Ding hier... Ach, können wir hier dran spielen? Ja? Geil. Ah, Bonus-Stage gefunden. Befördere alle Boxen ins Loch und du kriegst ein Hungry Hole Achievement. Wenn du keinen Bock hast, Spiele zu spielen, kannst du auch einfach durch den Ausgang raus. Gate of Losers. Nein, ich werde nicht durch das Gate of Losers gehen. Und wo soll ich das jetzt reinschießen? Da drüben hin oder da oben rein? Ich weiß es noch nicht ganz, aber... Ich probiere erstmal... Ah, das kann ich gar nicht durchschneiden. Ja, da kann ich ja nur eine Rakete dran machen und irgendwie... Ja, es geht nur darum, die drei Dinge da reinzuschießen. Das ist ja super einfach. Ich dachte, wir müssen irgendwie da oben gegenschießen. Ich dachte, ich wollte da jetzt so eine Kante abschneiden und die dann mit der Rakete so da oben hinfliegen lassen. Naja, whatever. Achievement oder was? Unlocked, Hungry Hole. Erledigt. So macht man das. Und nicht anders.